Und hier ist wieder Hobbykoch Jens. Und heute machen wir Cortido. Dafür brauchen wir einen Kohlkopf, Karottchen, Zwiebeln und Jalapenos. Und ein bisschen Salz. Und ein bisschen Salz. Aber jetzt wird erstmal sehr viel geschnibbelt. So, jetzt habe ich hier alles mal geschnitten. Ne? Hier. Ich habe jetzt erstmal den halben genommen. Ich weiß nicht, ob ich danach noch mehr brauche. Das ist reichlich für zwei Personen. Plus Pupusa. Pupusa, genau. Das kommt dann später mal. So, jetzt mische ich das hier rein. Das ist definitiv kein großes Video, ne? Wahrscheinlich gar kein großes Video. Dann so. Und man braucht viel Salz. Sehr viel Salz. Mach's mit dem Großen. Es wird jetzt ordentlich gesalzt. Und dann kommt es in die Gläser und fertig. Was war das denn? Ja, vielleicht brauche ich dann mehr Salz, gell? Ja. Hallo? Übertreib mal nicht. Das ist nicht übertrieben. Finde ich schon. Und dann wird das geknetet. Wir müssen nämlich die Flüssigkeit aus dem Salat rauskriegen. Diesen Kohl. Aus dem Kohl, ja, egal. Ja, am Ende ist ein Salat. Das heißt, es muss hier wirklich. Warte mal, was ist es am Ende? Am Ende ist ein Salat. Ich dachte, Salat ist nur der Salatkopf, sagst du doch. Hey. Privatsphäre bitte nicht auf YouTube, okay? Ich esse halt lieber gerne grünen Salat, okay? Und das ist für mich ein Salatkopf. Und was ist das jetzt? Das ist ein Krautsalat. Aber ich sehe keinen Salat da drin. Ja, knet mal richtig. Genau. Knet mal richtig, sagt man. Da unten sammelt sich schon langsam Flüssigkeit an. Ja, richtig. Da muss immer mehr werden. Ach so, ja, Cortido übrigens. Ganz vergessen. Cortido ist ein Krautsalat aus El Salvador. Ein pikanter Krautsalat. Mit aus Weißkohl, Karotten, Chili und Zwiebel. Und ein bisschen Essig. Und ein bisschen Essig. Richtig. Und zwar muss man erst alles klein schneiden und dann muss man es kneten in einer großen Schüssel, das ist dann geknetet, damit Lake entsteht. Und genau das mache ich gerade. Genau an dem gekneteten Punkt bin ich jetzt gerade und das nimmt sehr viel Zeit und Kraft in Anspruch. Deswegen machen wir Cut? Nein, wir machen sind noch schon keine. Bei 5 Minuten. Ja, wir machen noch keinen Cut. Okay, dann gucken wir dir beim Kneten zu. Ja, wir gucken mir noch beim Kneten zu und ich erkläre noch ein bisschen was dazu. Also eigentlich sind solche Stücke unnormal für den Cortido. Warum? Weil eigentlich das, was ich bisher gesehen habe, waren immer kleine Stücke von Chili. Ja, warte mal, bis es eine Woche lang in der Lake lag. Richtig. Das muss nämlich jetzt dann, wenn ich hier fertig bin, das kann noch locker 15 Minuten dauern,
bis ich nämlich die Lake hier rausbekommen habe. Danach müssen wir es einfüllen in Einmachgläser oder Weggläser. Diese haben wir hier. Und dann müssen Sie eine Woche darin gären. Und wenn die Lake nicht ausreicht, muss man noch ein bisschen heißes Wasser dazu geben. Man muss das erstmal noch ein bisschen ziehen lassen. Aber rein theoretisch müsste da genug Lake rauskommen. Und jetzt machen wir erstmal einen Cut, weil so lange muss ich ja auch jetzt, so lange sollt ihr ja auch nicht beim Kneten zuschauen. Und mir geht auch der Gespräch so aus. Also, wir sehen uns dann gleich, wenn ich hier fertig bin. So. Langsam bildet sich die Lake. Ich weiß allerdings nicht, wie viel Lake ich da genau brauche. Und ich glaube, ich muss sogar noch mal nachsalzen, weil ich habe gerade mal so ein bisschen probiert. Und die ersten zwei Dinger, die ich probiert hatte, waren eigentlich schon relativ gut salzig, aber das dritte, was ich jetzt gerade probiert habe, bevor wir wieder das Video gestartet haben, war nicht ganz so salzig. So, ja, mach Salz rein. Finger weg. Ja, und dann sieht es auch schon richtig, dass wir da Flüssigkeit rauskriegen. Also ich denke mal, lange muss ich das nicht mehr machen. Und dann können wir es in die Gläser füllen. Und können es dann eigentlich schon einwecken. Einwecken jetzt nicht, aber. Nein, es wird dann einfach versiegelt und wandert dann für eine Woche in den Kühlschrank. Nee, nicht in den Kühlschrank. In den normalen Schrank. Im Kühlschrank, da wird nichts passieren. Ja, schön. Nee, wir machen es in den normalen Schrank, da ist ein bisschen dunkel und. Ich dachte aber im Kühlschrank. Nee. Das stoppt ja den Gärungsprozess. Ach ja, stimmt ja. In einem Video, was ich gesehen habe, haben die hat eine Woche einfach so random in die Küche gestellt. Ja, genau. Das Problem ist nur, ich habe nichts verstanden. Das ist weil die Videos großteils auf Spanisch sind. Das kannst du auch rein theoretisch auf die dann zur Brühe stellen. Ach, stimmt. Darf nur keine Sonne dran. Schon klar, dass die Sonne hier reinstrahlt, oder? Ja, aber du nicht noch da hinten. Kommt drauf an, wie die Sonne steht. Nee, die Sonne geht da hinten unter. Ich kann gar nicht hier dahin steuern. Die Sonne geht nicht dahin unter, die Sonne geht da unter. Im Norden. Im Westen. Da ist Norden. Nein, da ist Westen. Ey, wie oft habe ich hier schon mit dem Kompass gesessen? Ja, noch gar nie. Doch, ich kann es dir gleich sagen. Da drüben ist Frankreich, da ist Westen. Lass mal einen kurzen Cut machen. So. Also, Laura hat mich davon überzeugt, dass ich wirklich die falsche Richtung gezeigt habe. Ich habe nämlich nach Nordwest gezeigt. Trotzdem kommt die Sonne da nicht hin. Ja, die Sonne kommt dann halt ein bisschen weiter westlicher. Oh, jetzt haben wir schon ordentlich Lage. Ja, es hat sich ordentlich Lage gebildet und ich glaube, das reicht auch, oder? Das glaube ich auch. Gut, dann füllen wir es jetzt in die Gläser. Wir haben die natürlich desinfiziert mit Alkohol. Aber im Normalfall tut man sie desinfizieren. Desinfizieren oder sterilisieren. Sterilisieren. Also desinfizieren oder auskochen. Mhm. Wir haben uns jetzt für die schnelle Variante entschieden mit Alkohol. So. Ja.
Ja, so fest wie geht. So. Ja, genau. Und ja, noch mehr. Ihr seht es auch, dass auch hier wieder die Flüssigkeit rauskommt, ne? Im Normalfall kann man das mit einem Kohlblatt noch oben und unten, also unten im Glas noch ein Kohlblatt hinlegen und oben noch ein Blatt hinlegen, aber Kannst du jetzt die Hälfte? Muss man nicht unbedingt. Ja, die Hälfte ist ungefähr die Hälfte, ja. Dann füllen wir das andere noch hier rein. Dann füllen wir nachher mit der Lake auf. Gut, dann. Ja. Der restliche Lake. Wird dann auf die zwei Blätter verteilt, auf die zwei Gläser. Nochmal ein bisschen festgedrückt. Muss komplett bedeckt hier. Sein. Ja, komplett bedeckt ist auf beiden definitiv. Ja, auf der einen nicht ganz, aber. Wenn man hier ein bisschen drückt, dann ist es schon bedeckt. Oh. Komplett. So. Dann wasche ich mir mal ganz kurz die Händchen. Ganz kurz. Und dann. Ich muss die Wickel erstmal auf den sauber. Ja, das mache ich. Mache ich auch mal sauber außen, wie schon gesagt. Das drückst du nochmal so fest, dass es wirklich bedeckt ist. Weil sonst fängt es an kaputt zu gehen. Es ist bedeckt. Und hier auch. Sehe ich jetzt nicht. Es ist bedeckt. Ich glaube, da müssen wir mit heißem Wasser nachfüllen. Ja, dann. Ja, hier nicht. Ja, hier sieht man ja. Oder wir stellen irgendwas rein, dass es runterdrückt. Was soll denn reinstellen, was runterdrückt? Richtig. Ja. Wir finden schon was. Ja. Soll ich das Cut machen? Ja. So, eigentlich wollten wir es jetzt mit Wasser auffüllen, aber es hat sich zwischenzeitlich jetzt eigentlich schon so schon ein bisschen geklärt. Jetzt drücken wir einfach dieses Kohlblatt doch dazu. Dieses Kohlblatt sorgt dafür, dass der Salat unten bleibt und dass die Lake hochkommen kann. Strom weg und hier genau dasselbe. Ich weiß nicht, muss das Kohlblatt auch im Wasser sein? Ja. Also wenn ein bisschen Lake drauf ist, ist es nicht so schlimm. Nee, ich meine, wenn Lake nicht dran ist, ist das schlimm? Am Kohlblatt? Ja. Nee, warum? Ich weiß nicht. So. Das Kohlblatt sorgt dafür, dass das Salat unten bleibt. Und jetzt werden diese Dinger versiegelt. Nicht so
Gegenüber. Ich dachte, ich bin schon relativ gut gegenüber. So, und das zweite auch. Und die stellen wir jetzt eine Woche auf die Seite. Am besten hier oben drauf auf unsere eingemachte Brühe. Okay. Ja, gut. Also, das war's dann. Der Herr sagt Tschüss. Ja, der Herr sagt Tschüss und ich sage jetzt auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.